Hey Freunde und damit herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich mit der Verena zusammen, heute wieder auf Lost Place Tour. Wir befinden uns gerade hier an einem kleinen Bach und vor uns direkt der Ort der Gebiet der Begierde, ein altes Hotel. Leute, wir befinden uns jetzt auf dem Grundstück vom Hotel. Hier haben wir schon mal einen potenziellen Eingang. Sieht allerdings noch teilweise eingerichtet aus, aber auch schon ziemlich zerstört. Vor mir geht eine alte Treppe nach oben. Da schauen wir jetzt mal nach. Oben angekommen, direkt mehrere Räume. Ich vermute mal, das waren die alten Hotelzimmer. Schaut mal hier, die Nummer 7. Ach du Scheiße. Hier ist alles eingestürzt. Hier hat es auch mal gebrannt. Fuck. Ja, mal gucken, ob wir hier überhaupt noch irgendwo weiterkommen. Ja Leute, ihr habt es selber gesehen, hier geht es schon mal nicht weiter, also geht es wieder ab nach unten. Ja, und dann mal schauen, ob wir ins Innere des Hotels kommen. Denn hier das sieht so aus, als wäre das nur so ein kleines, ja, ein kleines Nebengebäude. Vielleicht haben hier auch die Besitzer mal gewohnt. Naja, schauen wir uns mal weiter um, in der Hoffnung, wir kommen rein. Okay Leute, beim Rauskommen ist uns hier ein Polizeisiegel aufgefallen. Also irgendwas ging hier mal nicht mit rechten Dingen zu. Vielleicht hat das mit dem Brand zu tun. Oder vielleicht auch was Schlimmeres. Na gut, nehmen wir mal die Treppe nach unten. Und dann suchen wir den passenden Eingang für rein. Okay Freunde, wir haben hier einen Eingang gefunden. Sieht aus wie ehemalige Küche. Naja, ich würde gerne rein, aber wenn man sich hier die Decke anschaut, ist schon ein kleines Risiko. Lass mal gucken. Ja. Okay, scheiße, was mache ich hier, Freunde? Ihr seht wahrscheinlich, wo die Decke hängt. Direkt über meinem Kopf. Eine falsche Bewegung. Hier unter den Trümmern begraben. Okay, ich glaube, ich hatte recht. Stehen noch überall alte Gewürze und Soßen. Das wird wirklich mal die Küche gewesen sein. Ja, schaut mal hier. Fein säuberlich einsortiert. Gläser, Spülmittel. Hier müsste es in den ehemaligen Essensbereich gehen. Schaut mal, hier haben wir vorhin gestanden, hier ist alles komplett eingestürzt. Hier noch eine wirklich schöne, gemütliche Sitzecke. Krass. Irgendwie ganz traurige Stimmung hier. Hier haben wir den alten Barbereich. Aber es wird auch nicht mehr lange dauern. Dann wird auch hier alles in sich zusammenstürzen. Krass, Freunde. Hier direkt vor mir steht ein alter Tisch.
Dort befinden sich doch Dekopflanzen. Irgendwie so leicht das Gefühl, dass sie jeden Moment mal zurückkehren könnte. Aber wenn man sich den Rest des Gebäudes anguckt, stellt man ganz schnell fest, dass dies nie wieder der Fall sein wird. Und hier nie wieder Hotelgäste einchecken werden. Okay, Freunde, hier hinter dem ganzen Schutt habe ich noch eine Treppe gefunden, die führt in den oberen Teil des Hotels. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg begeben nach oben. Ja, bei mir auch eben. Ich habe hier einen Weg nach oben gefunden, Hase. Ja, ich bin vorsichtig. Freunde, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall nach. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ich weiß, was passieren kann. Mach das auf keinen Fall nach. Ach du Scheiße. Okay, oben angekommen. Tja. Das war's, Freunde. Hier. Endstation. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber das können wir vergessen. Okay, Freunde, ich habe euch alles gezeigt, was ich euch zeigen konnte hier im Hotel. Aber ich meine, ich hätte eben noch ein weiteres Gebäude auf dem Grundstück gesehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, ich habe mich eben doch nicht versehen. Hier ist wirklich noch ein altes Gebäude. Die Stimmung ist hier echt beeindruckend. Beeindruckend und traurig zugleich. Okay, schauen wir uns mal das nächste Gebäude an. Okay, krass, hier haben wir auch noch ein bisschen Einrichtung. Sieht aus wie so ein altes Lager, würde ich mal schätzen. Noch ein paar alte Autoreifen. Naja, aber so sicher ist die Decke hier auch nicht mehr. Aber krass, das meiste. Wirklich nur natürlicher Verfall und kein Vandalismus. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, da oben ist fast das komplette Dach eingestürzt. Hier ist noch die Treppe. Ich denke mal, oben wird noch so eine Art Wohnbereich sein oder so etwas. Okay, hier oben angekommen. Ja, das wird wohl mein ehemaliger Wohnbereich sein. Hier noch die alten Vorhänge an den Fenstern. Drüben alte Matratzen. Und hier vorne ist auch noch ein Eingang. Ja, hier haben wir auch noch ein kleines Bett, nachtig. Und hier die ehemalige Toilette. Kleiner Dusche. Okay, ich war eigentlich gerade auf dem Weg wieder zum Auto. Ah, und hier habe ich noch den ehemaligen Pool vom Hotel gefunden. Die hatten einen schönen kleinen Außenpool. Hier hat sich damals der Außenpool befunden. Hier sieht man noch ein bisschen die Überbleibsel. Aber hier hat sich wirklich die Natur alles zurückgeholt. Vorne befindet sich noch ein kleines Häuschen.
Aber hier ist auch, ihr seht, ein kleiner Trampelpfad. Den werden wir jetzt mal folgen. Und dann mal gucken, was es mit dem Gebäude auf sich hat. Okay, angekommen am Gebäude, haben wir hier zwei Warnschilder. Mit Druckgas betriebene Kraftfahrzeuge dürfen in der Garage nicht abgestellt werden. Da stellt sich mir die Frage, welche Garage? Hier ist nichts mehr. Zerstörtes Dach. Boden ist auch nicht mehr so top. Vielleicht war das hier so ein kleines Hausmeisterhäuschen hier. Hier mal Werkzeug oder sowas gelagert wurde. Und hier auf dem Boden befinden sich noch ein paar alte Schrauben. Und hier befindet sich noch so ein kleines Regal mit so einer alten Bohnendose, glaube ich, oder Erbsen. Aber noch komplett zu. Okay. Hier sehe ich gerade so eine alte Auflistung, aber man kann leider nichts mehr erkennen. Okay, Freunde, wir befinden uns wieder am Hotel. Jetzt werde ich gucken, dass ich Verena wiederfinde. Und dann ja, werde ich, denke ich mal, den Ort wieder verlassen. Ich hoffe, euch hat das kleine, aber dennoch feine Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin. Passt auf euch auf. Ciao.